Willkommen in der Chefredaktion. Personal News heißt die erste individualisierte Tageszeitung, die in ganz Deutschland erscheint. Wie beim Berliner Startup New entscheiden nämlich die Leser, welche Rubriken aus welchen Blättern sie geliefert bekommen. Allerdings gibt es Personal News nur als digitale Version. Jeden Morgen erhalten die Abonnenten eine E-Mail mit zwei Links. Mit dem ersten kann man die individualisierte Tageszeitung online im Browser lesen. Hier zum Beispiel die Titelseite der Washington Post und das Feuilleton der Welt. Insgesamt 16 nationale und internationale Titel stehen zur Auswahl. Leider gibt es in der Flash-Animation nur zwei Zoom-Stufen. Benutzerfreundlicher ist deshalb die PDF-Version. Der zweite Link der morgendlichen E-Mail führt direkt zum Download. Mit dem stufenlosen Zoom lässt sich die Personal News schon etwas besser lesen. Ein wirklicher Ersatz der Zeitung aus Papier ist Personal News allerdings nicht, es sei denn, man ist unterwegs. Zielgruppe sind tatsächlich auch vor allem Geschäftsleute, die mobil auf einen maßgeschneiderten Nachrichtenmix zugreifen wollen. Theoretisch kann man Personal News auch per iPhone oder iPod Touch lesen. In der Praxis ist aber das ständige Zoomen und Herumscrollen ziemlich anstrengend. Kein Wunder, eine normale Zeitung hat eben auch eine viel größere Fläche als ein iPhone-Display. Auch mit einem komfortablen und schnellen E-Reader ist das Ergebnis nicht viel besser. Selbst wenn er, wie etwa der Unix Books, gute Zoom-Möglichkeiten besitzt und sich sogar per Touchscreen bedienen lässt. Aber auch für ein Netbook oder einen Tablet-PC ist eine elektronische Zeitung im Original-Layout nur die zweitbeste Lösung. Es führt wohl kein Weg daran vorbei. Mobiler Content muss auch für Mobilgeräte aufbereitet werden.